Ja, natürlich ist es ärgerlich und bitter. Es passiert halt, ist schwer für einen Schiedsrichter. Ist halt umso ja, trauriger, dass es halt vielleicht hätte zu 3 Punkten führen können. Jetzt muss es abgehakt werden und ich sehe es halt so, jetzt erst recht. Jetzt will ich halt unbedingt so schnell wie möglich mein erstes Drittligator für den FCS machen und am besten natürlich gegen Unterhaching, wenn es geht. Ja, auf jeden Fall die 3 Punkte aus Unterhaching mitzunehmen. Das ist natürlich oberstes Ziel. Ich denke, dass Osnabrück ein guter Anfang war. Wie der Trainer bereits gesagt hat, ja, Kampf, Leidenschaft und Einsatz haben diesmal gestimmt. Das wollen wir mitnehmen. Wir wissen, dass die Unterhachinger gute Jungs sind. Das sind alles junge Fußballer, die befreit aufspielen. Denen müssen wir halt direkt auf den Füßen stehen, zeigen, wer Chef auf dem Platz ist und dann natürlich 3 Punkte mit heimholen. Ja, auf jeden Fall. Die Position ist sehr, sehr wichtig. Von hinten sieht man alles. Die hinten müssen mit die lautesten Spieler sein, sprich Nils und ich. Natürlich bin ich noch jung, aber jeder hat in der Mannschaft was zu sagen. Da ist egal, wie alt man ist. Und ich probiere natürlich meiner Mannschaft, naja, so lautstark wie möglich es geht, zu helfen. Und da ist es mir auch egal, ob jetzt ein 30-Jähriger vor mir steht oder ein 20-Jähriger. Es geht halt nur darum, dass man halt auch halt wirklich ja, was sagt, was der Mannschaft auch weiterhilft.